bin Alagan Tunjat, bin 27 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und mache die Sportart Taekwondo und bin für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro qualifiziert. Damals beim Fußballverein angemeldet, beim MSV Duisburg. Und, aber ich als ja, noch junger Fußballspieler war fasziniert von Kampfsportarten. Und meine Beine waren eher oben in der Luft als unten auf dem Fußballfeld gewesen. Und da hat mein Vater direkt bemerkt, dass ich eine große Liebe für Kampfsportarten habe. Also was mich fasziniert hat, waren einfach die Techniken dann in dem Alter schon zu können, was ich dann auch in den Filmen gesehen habe. Allgemein diese Dynamik, das Kämpfen, Kombinationen, die man bei dieser Sportart hat, weil da kann man sich messen, wer der Beste ist. Auch diesen Adrenalin vor dem Kampf oder im Kampf zu haben, das fasziniert mich auch. Mein Ziel ist nicht nur einfach den Kampf zu gewinnen, sondern auch den Leuten etwas zu bieten. Jede schöne Seite von dieser Sportart im Kampf zu präsentieren, darzustellen, zu zeigen. Mein Vorbild ist Muhammad Ali geworden. Sein Kampfstil hat mich sehr beeindruckt und sein Ehrgeiz, seine Disziplin, seine Reden vor den Kämpfen, einfach seine Ausstrahlung, seine Präsenz, wenn er in die Kampffläche reinging, dann wusste man, dass der Champ ist. Mein Vater war bei jedem Turnier mit dabei gewesen. Und als ich dann auch irgendwann geheiratet habe, meine Frau genauso, die unterstützt mich auch, versucht immer bei jedem Turnier mit dabei zu sein. Und auch denen habe ich am meisten zu danken, dass ich mich qualifizieren konnte für die Olympischen Spiele. Weil es war kein einfacher Weg. Mein größter Erfolg war 2005, als ich mit 16 bei den Europameisterschaften bei den Herren die Goldmedaille gewonnen habe und somit der jüngste Europameister bei den Herren wurde. Ein Jahr später nochmal diesen Titel in einer höheren Gewichtsklasse verteidigen konnte und 2008 zum dritten Mal den Titel geholt habe. Ich glaube, meine Stärken sind einfach, dass ich ehrgeizig bin, dass ich mein Ziel nicht aus den Augen verliere. Meine Schwächen sind, dass ich mir manchmal selber im Weg stehe. Wenn ich zum Beispiel einen Kampf verliere, dann liegt das nicht an meinem Gegner. Weil ich weiß, dass ich so gut bin, dass ich jeden schlagen kann. Nur manchmal stehe ich mir halt selber im Weg, dass ich den Kampf einfach schwieriger gestalte. Bei den Olympischen Spielen herrschen andere Gesetze, es ist eine ganz andere Logik dahinter. Und es ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Also es ist auch sehr schwierig, das zu beschreiben. Weil wir sind nicht so oft im Rampenlicht und bei den Olympischen Spielen ist eine Kampffläche, wo ca. 15.000 Leute im Stadion einem Kampf zuschauen. Mittlerweile spielt Aziz Ashaki, mein Bundestrainer, eine sehr große Rolle in meinem Leben, weil er war einer der wenigen, der fest daran geglaubt hat, dass ich mich für die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Dass er selber bei den Olympischen Spielen war, das ist natürlich sehr hilfreich, weil er kann sich genau in unsere Lage versetzen. Und er weiß genau, was in einem vor sich geht, wenn man da oben auf der Kampffläche steht bei den Olympischen Spielen. Aber viel wichtiger ist sein Charakter, dass er uns gegenüber sehr ehrlich ist, dass wir vertrauensvoll miteinander arbeiten können und dass ich weiß, dass er alles für mich tun würde. Man weiß, dass der, egal was, wie der Kampf ausgeht, dass er zu einem steht. Er ist auch manchmal sehr schwierig, aber trotzdem bin ich froh, dass der an meiner Seite ist. Es ist so, der ist sehr emotional auch, so wie so ein Papa ist das für uns.
der versucht halt, sich sehr viel um uns auch zu kümmern. Tahir, charakterlich, das ist ein sehr, sehr guter Mensch. Er hat ein sehr gutes Herz. Nur er ist immer noch etwas verspielt, hat viel Blödsinn im Kopf, aber ich mag ihn sehr und sehe ihn als einen kleinen Bruder. Ich meine, er hat auch Tolles geleistet in seinen jungen Jahren. Er ist nach 18 Jahren wieder Weltmeister geworden. Das muss einer erstmal nachmachen. Und da habe ich auch Respekt echt davor. Wenn ich mich so mit ihm vergleiche, ich sehe ja auch gut aus und versuche auch mein Bestes zu geben. Zum Beispiel seit letztes Jahr, April, hat mein Arbeitgeber ThyssenKrupp Steel Europe AG und die Deutsche Sporthilfe und die NRW Sportstiftung eine gegenseitige Kooperation geschlossen. Und somit bin ich seit anderthalb Jahren bis zu den Olympischen Spielen, also 18 Monate vor den Olympischen Spielen, bin ich freigestellt. Ich hätte für die Türkei wahrscheinlich an den Start gehen können. Aber es sind ganz andere Umstände. Meine ganze Familie ist in Deutschland. Ich bin hier in Deutschland auf die Welt gekommen, groß geworden. Habe hier meine schulische Ausbildung gemacht und mein Abi, anschließend meine Ausbildung, meine Familie, meine eigene Familie hier gegründet. Und deswegen war das für mich von vornherein klar, dass ich für Deutschland an den Start gehe. Die Leute, die hier sind, die haben mich ja auch unterstützt. Und die glauben ja auch an mich. Und die Türken sind ja auch stolz darauf, dass ich diese Leistung hier zeigen kann, dass ich Deutschland vertrete. Was ist an mir deutsch, dass ich sehr strukturiert arbeite, ordentlich bin und pünktlich bin? Ich glaube, das ist so eher deutsch, würde ich sagen. Nee, die türkische Seite kommt zu Hause halt so, ja. Ich bin ja verheiratet und ich bin der Mann zu Hause. Das ist so die türkische Seite. Mein Ziel für Rio ist, dass ich bis zu den Spielen verletzungsfrei bleibe, gesund bleibe und dass Gott mir einfach die Kraft gibt, diese intensive Phase so gut wie möglich zu überstehen. Weil es ist echt nicht einfach. Man muss 2 bis 3 Mal am Tag trainieren und dass ich halt diese Kraft habe und Geduld habe, auch jeden Tag trainieren zu können. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich, dass ich meinen bestmöglichen Tag in Rio erwische, in meiner Karriere. Rio, ich komme. Vamos!